Heute will ich unseren alten Küchenofen ein bisschen aufhübschen. Wie der nachher aussieht und ob das alles funktioniert, erfahrt ihr heute. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen. Wie die meisten von uns wissen, haben wir ja in unserer Küche diesen alten Holzofen von 1965. Und wie auch die meisten von euch wissen, hatten wir damit im letzten Winter einige Probleme. Die alte Pumpe von dem Ofen ist im letzten Winter mehrfach ausgefallen und dadurch ist der Kessel überheizt und wir hatten eine Explosion in der Küche. Uns ist ein Heizkörper aufgeplatzt durch den Überdruck und wir hatten hier die Feuerwehr und alles dazu gibt es auch ein Video, könnt ihr mal reingucken. Wir waren lange am Überlegen, ob wir diesen Ofen überhaupt nochmal wagen, wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist ja doch mit ziemlich viel Risiko verbunden, wie man gesehen hat. Dieses Überdrucksystem, was es wohl mal dafür gegeben hat, ist irgendwie oben im Spitzboden eingebaut. Da hat mal einer ganz doll nachgedacht und einfach alles dicht gemacht. Wir haben uns jetzt noch nicht daran gemacht, das alles auseinanderzureißen. Dafür müssen wir komplett oben die Kinderzimmer auseinandernehmen. Und wir versuchen das jetzt erstmal nochmal wieder so. Julian hat im Keller eine ganz neue Pumpe eingebaut. Und dazu kann er euch nachher später auch nochmal was erzählen, wie er das gemacht hat und wie das jetzt funktioniert. Der Ofen läuft jetzt seit einer guten Woche wieder und komplett störungsfrei. Wir gucken natürlich immer ganz genau, dass der nicht über 70, 80 Grad heiß wird. Der macht alle Heizkörper im gesamten Haus mit warm. Das Wasser leider nicht, das läuft über einen Boiler, im Sommer allerdings über die Solaranlage. Im Moment ergibt sich das nicht so durch die fehlende Sonneneinstrahlung. Aber der Ofen läuft prinzipiell total gut. Man kann ihn theoretisch auch mit einer Elektropatrone heizen, das machen wir aber nicht. Wir heizen ihn ausschließlich mit Holz und wir heizen ja auch, wie ihr wisst, unser komplettes Haus ausschließlich mit Holz. Hier unten wird angefeuert, hier kann man die Asche rausholen und hier oben wirft man das Holz ein. Ja, wozu diese gesamten anderen Teile da sind, weiß ich nicht so genau, muss ich auch nicht wissen. Hat Julian, glaube ich, schon mal in einem anderen Video dazu erzählt, falls euch das genauer interessiert. Ansonsten, wie gesagt, erzählt er nachher nochmal was zu der technischen Seite. Wie ihr seht, ist dieser Ofen wirklich schrotthässlich. Das war von Anfang an wirklich ein optischer Dorn, vor allen Dingen in meinem Auge. Der ist, wie gesagt, von 1965 ziemlich verranzt und wir haben eigentlich die ganze Zeit überlegt, einen neuen Ofen einzubauen. Dieses Riesenteil rauszureißen und einen neuen zu installieren, ist natürlich nicht nur mit einer Menge Geld verbunden, sondern auch mit einer Menge Mühe und Arbeit. Und wir haben uns einfach vorgenommen, wir versuchen es jetzt noch einmal mit dem guten Stück, denn vom Prinzip her ist der ja super. Und nun habe ich mir also vorgenommen, dass ich den einfach mal versuchen werde zu streichen. Ich habe sowas noch nie gemacht, werde es aber jetzt mal ausprobieren. Vorher werde ich ihn abschleifen bzw. leicht anschleifen und dann werde ich ihn mit einer hitzebeständigen Farbe schwarz lackieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Bleibt einfach dran und guckt mit mir, was daraus wird. Wie das wird und ob das überhaupt was wird, aber im Grunde kann es ja nur besser werden. Also zu verlieren haben wir eigentlich nichts, denn hässlicher kann er ja nicht mehr werden. So, der erste Anstrich ist fertig. An einigen Stellen muss ich nochmal rübergehen, wenn es getrocknet ist. Aber ich bin für den ersten Eindruck schon mal recht zufrieden. So, fertig. Es hat nicht mal eine Stunde gedauert, zwei Anstriche zu machen. Die Farbe ist relativ schnell getrocknet auf dem Ofen, weil der vorher an war. Der war also relativ warm. Überhaupt wird diese Front hier vorne nicht wirklich heiß. Die wird nur so mäßig warm. Darum haben wir normale Lackfarbe benutzt dafür. Natürlich kann man auch spezielle Hitzefarbe nehmen, wenn der Ofen jetzt viel heißer wird. Gibt es auch als Spray, aber das wollte ich hier drin in der Wohnung sowieso nicht anwenden. So ein Spray in der Wohnung ist mir nicht so sympathisch.
dieser Anstrich mit der Lackfarbe hat total gut funktioniert. Der hat gleich gut gedeckt. An einigen Stellen musste ich ein zweites Mal rübergehen. Aber ich bin total begeistert, wie gut das geklappt hat. Mit so einem guten Ergebnis hätte ich nie gerechnet. Und ich freue mich einfach total, denn das Teil sah vorher so furchtbar aus. Ein richtiger Schandfleck. Und jetzt muss man sich nicht jedes Mal drüber ärgern, wenn man da drauf guckt. Zusätzlich war das Ganze natürlich jetzt auch wirklich relativ günstig. Gerade im Vergleich zu einer neuen Heizung. Von dem Aufwand wollen wir gar nicht mal anfangen. Hoffen wir also, dass der uns jetzt nicht mehr im Stich lässt, dass wir mit dem gut über den Winter kommen. Und zu der Pumpe erzählt Julian euch jetzt nochmal was. Hier seht ihr jetzt die neue Energiesparpumpe, die ich eingebaut habe. Die verbraucht ja ein Zehntel des Stroms. Vorher, die Pumpe lief mit drei Phasen, hatte um die 200 Watt Dauerleistung und Dauerstromaufnahme. Die hat jetzt hier zwischen 18 und 25 Watt. Auf Stufe 2. Ich wollte mal probieren, ob die auf Stufe 1 sogar auch das reicht, dass das Warmwasser umzuwälzen. Das würde wahrscheinlich auch lang. Ja, die ganze Heizungsanlage läuft ja wie eine normale Öl- oder Gasheizung. Das heißt, in einem Brennraum hier, also bei uns, wird Holz verbrannt und somit das Wasser erwärmt und mit der Zirkulationspumpe im Heizkreislauf verteilt. Ja, ganz einfaches Prinzip im Grunde, wenn denn alles funktioniert. Der Überlauf hat jetzt auch wieder funktioniert nach einiger Zeit. Warum der letzten Winter nicht funktioniert hat, weiß ich eigentlich gar nicht genau. Irgendwie hat sich da wohl oben was festgesetzt oder es war zugefroren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch eine Automatiksicherung mit eingebaut. Das heißt, man braucht nicht mehr die Sicherung raus- und reinschrauben. Da gibt es eine Schraubsicherung für die alten Sicherungsautomaten, die man einfach nur rausschraubt. Da hat aber genauso einen Knopf zum Hoch- und Runtermachen. Echt praktisch. Falls wir mal einige Zeit nicht da sein sollten, könnte man auch die Heizpatrone, die da drin ist, wieder in Betrieb nehmen. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das funktioniert aber sicherlich auch. Ansonsten können wir hier auch Heizkörper hinstellen. Elektroheizkörper. Und mit Elektro so lange heizen. Strom ist ja doch etwas günstiger hier in Schweden als in Deutschland. Jedenfalls sieht das Ding jetzt, nachdem Nadine es wunderbar gestrichen hat, aus ja, wie so eine Dampfmaschine oder wie diese klassischen schwedischen Küchenhexen, die hier doch in vielen älteren Häusern noch zu finden sind. Passt jetzt auf jeden Fall viel besser ins Bild hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!